Dass sie es geschafft haben. Isaac, sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen diese Mission. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Was für ein Riesenarschloch, hä? Trinken Sie hin und wieder was, Sir? Nein, Mahlzeit. Ich bevorzuge ja Cognac. Mag ein bisschen klischeehaft sein, aber mit einer guten Zigarre ist das einfach perfekt. Weswegen haben Sie mich empfohlen? Ich werde nicht lügen, Professor. Ich mag Sie nicht. Ich mag... Nein, Sir. Ich bevorzuge ja Cognac. Mag ein bisschen klischeehaft sein, aber mit einer guten Zigarre ist das einfach perfekt. Weswegen haben Sie mich herbestellt? Ich werde nicht lügen, Professor. Ich mag Sie nicht. Ich mag nicht, wie Sie aussehen, wie Sie reden oder Ihren Job machen. Aber der Admiral sagt, ich... Admiral Graves hat hier nichts mehr zu sagen. Nein. Wenn Sie Männer brauchen, um diese Eiswürfel abzutauen, an denen Sie arbeiten, kommen Sie zu mir. Und nur zu mir. Natürlich. Ich dachte nur, es ist mir egal, wie viel Unterstützung Sie zu Hause haben. Sie spielen ein gefährliches Spiel vor. Und hier draußen spielen Sie nach meinen Willen.
warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Beeilen Sie sich bloß. Komm schon, lauf! Ellie, geh schon! Wir treffen uns am Lager!